Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe mal, diese Woche schaffe ich die vollen 5 Folgen und werde gerade mal... Ich wollte Squad 2 ausrüsten und auf dem Weg nach Cambria schicken und hatte gesagt, also auch für den Weg nach Cambria reicht das, was ich auf Raven an Zeit habe, noch locker aus. Ansonsten wäre das ein bisschen blöd, weil ich dann unterwegs mit dem Stuff stecken bleibe, den Raven dann da lässt. Also hoffe ich einfach mal. Oha. Hab hier gerade auf meiner Tastatur ein graues Haar liegen sehen. Ja, ich werde langsam alt. Ich hoffe, ansonsten droppt Raven ja ihr ganzes Zeug, was sie da dann im Sektor lässt und da muss ich das irgendwie wieder abholen und so. Deswegen hoffe ich einfach mal, die Zeit reicht aus. Das heißt, ich muss mich auch ein kleines bisschen beeilen. Aber bevor ich hier weitermache, würde ich ganz gerne gucken, ob ich heute schon bei Toni war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon da war. Aber trotzdem, ich werde lieber nochmal ausprobieren. Ja, ich war hier schon. Für diesen Tag ist immer vor allen Dingen in meiner finanziellen Situation momentan gerade dann ein bisschen ärgerlich, wenn ich die 15.000 noch auf der Straße lassen würde. Und ich würde ganz gerne nochmal bei Merc vorbeigucken. 3.000 kann man machen. Und dann bin ich da auch schon mal wieder im Reinen, was das Geld angeht. Und dann wollte ich Squad 2 erstmal eigentlich relativ komplett neu ausrüsten. Oder ich sag mal, ich gucke einfach nur, dass sie die nötigen Items dabei haben, um nach Cambria durchzukommen. Und ich wollte früher oder später, wollte ich sowieso nochmal ordentlich Bobby Rays bemühen, um denen eine wirklich gute Ausrüstung zu verschaffen, also mit Camo und mit AUG A3 und sowas. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, bevor ich Grumm nicht durch habe, weil ich ansonsten einfach zu wenig finanzielle Mittel dazu habe. Wo liegen denn meine ganzen Items hier? Das muss ich auch gerade hier unten. Sieht nach da unten aus und dann gucke ich mal, ob hier irgendjemand ist, dem sich hier jemand in Squad 2 nicht verträgt. Nee, da sind Dynamo und Henning. Das ist also voll okay. Dann schicke ich mal Squad 2 dahin. Jetzt ist die Frage, ist hier noch gerade jemand irgendwie... Ich muss das gerade mal gucken, wie viele Leute hat denn... Squad 2 hat noch einen Platz frei. Und habe ich noch irgendjemanden hier, der in Squad 2 gehört? Ja, Ias gehört noch in Squad 2. Das heißt also, der kommt auch schon direkt mal rüber. Nee, Scream bleibt da. Durch Ias mal in Squad 6... Und jetzt, ich passe auf, dass ich hier nicht wieder irgendwie die Milizen erwische. Weil ich glaube, inzwischen sind in allen Sektoren okay. Hier weniger als 20 Milizen, oder? Nee, tatsächlich, hier sind noch eine ganze Menge. Die habe ich noch nicht gekillt. Alright, I'm here. So, dann wird Squad 2 erstmal wieder voll gemacht. Also Ears kommt hier. Na, komm schon. Ears kommt in Squad 2. Dann sollte Squad 2 wieder voll sein mit den vollen 8 Leuten. Und ich muss, wenn die in Cambria angekommen sind, muss ich dann noch jemanden anheuern, der tatsächlich den letzten Slot in Squad 2 noch voll macht. Und bevor ich irgendwas anderes mache, genau, Elio wollte ich mitschicken, zusammen mit seinem Eiscreme-Laster. Und ich hatte noch was, und zwar Mad Dog hat noch einen... Nee, hat er doch gar nicht. Irgendjemand von meinen Langfingern hatte doch noch einen Slot frei. Genau, Elroy war das. Elroy hat hier noch einen Slot frei, der wird auch erstmal mit einem Magazin gefüllt. 7,62x51 brauche ich dafür. Nehme ich das Magazin einfach mal hier auf... Der kriegt sowieso gleich noch eine andere Waffe. Ich nehme das Magazin mal aus der Waffe raus, nur damit der hier keinen freien Inventarslot hat und da sich irgendwas reinstiebitzt. So, dann geht es jetzt mit Squad 2 weiter. Steroid. Ja, also ich weiß nicht, mir gefällt der eigentlich ganz gut mit dem hier mit dem MSG 90. Ein PSG 1 könnte ich ihm vielleicht noch geben. Das wäre vielleicht dann noch eine Verbesserung. Andererseits wollte ich ja auch nicht unbedingt zwei Scharfschützen oder sogar, solange Raven noch da ist, sogar drei Scharfschützen in einer Gruppe haben, weil es einfach zu OP ist und dann ein kleines bisschen zu langweilig tatsächlich für meinen Geschmack.
Das heißt also, das muss nicht unbedingt sein, dass der diese Waffe jetzt hat. Und ich gebe ihm einfach mal eine andere Waffe. So, dass er einen Rucksack dabei hat, ist allerdings eigentlich sehr gut. Gebe ich ihm vielleicht sogar eine Strike-Weste? Wem gehörte denn die Strike-Weste hier? Ist hier in dem Sektor irgendjemand gestorben? Ach ja, genau, da ist... Wer war das nochmal? Laura oder so hieß die doch, ne? Hast du schon den Namen vergessen? So sind die Charaktere eben aus... Also die Wildfire Mercs, da vergisst man schon mal, wer das eigentlich war. Also er braucht auf jeden Fall ein Toolkit, das muss ich ihm gleich noch geben. Und weil er Bodybuilder ist, würde ich ihm ganz gerne irgendwie eine relativ schwere Waffe noch, so ein RPG 16 oder sowas noch mitgeben. Oder das RPOM wäre richtig cool, aber da komme ich leider nicht dran, weil das irgendwie in dieser Umzäunung da drin liegt. Und dann, ja, weiß ich nicht, da schaffe ich es nicht zu spawnen, um das wegzuholen da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Habe ich hier wieder irgendeine Feststelltaste? Ah, die Alt-Taste hatte ich tatsächlich eingerastet. Ich hole mir mal das Geld hier wieder, zahle das gerade auf mein Konto ein. Und dann, das muss ich mit Max gleich noch mitnehmen, die Munition, das ist auch wichtig. Und dann gucke ich mal, was ich hier denn für Sturmgewehre da habe. Ein FAMAS hätte ich da. Weil ich kann auch nicht jeden meiner Söldner mit einem FAMAS ausrüsten, das ist ja auch langweilig. Eine MG43 hätte ich da, das habe ich auch noch kaum eingesetzt. Aber ich habe andererseits auch schon Eis in der Gruppe. Ja gut, aber er ist halt Bodybuilder, ne? Als Bodybuilder kann er schwer tragen, dann könnte er auch ruhig eine MG benutzen, statt einen normalen Sturmgewehr. Müsste zwei... Also für Steroid würde es wirklich passen, vor allen Dingen mit der Synchronstimme noch, dass Steroid zwei M60 bekommt und die beide gleichzeitig abfeuert. Aber leider geht das von der Spielmechanik her nicht. Müsste man eine Ausnahme einführen, dass allein Steroid das machen darf. So 2M60 und dann, ja, gib ihm. Ja, was habe ich denn sonst noch da? Ansonsten ja, das TAR-21 hätte ich noch da, ne? Aber was würde ich denn damit machen? Das würde ich dann ausrüsten mit... also mit einem CMAC-Adapter und dann hätte ich im Grunde genommen, hätte ich dann ein MG43 in schlecht. Würde ich mal sagen. Also gebe ich ihm doch gleich das MG43. Und dann gucke ich mal, was hier für Attachments alles dran passen. Also ich meine, das Team ist sowieso nicht wirklich ausgerüstet für leisen Kampf. Aber wenn hier ein... Ich guck mal, passt nur ein ACOG drauf. Ein LRM 2 Millionen hätte ich noch hier, das könnte ich auch gleich noch drauf machen. Aber ich gucke mal, ob ich ein Rifle LRM tatsächlich hier noch habe. Und ob das drauf passt. Das passt tatsächlich drauf, dann gebe ich ihm doch lieber ein Rifle LRM. Rod and Spring kann ich gleich auch noch, davon werde ich, die werde ich, weil Steroid das ganz gut kann, werde ich gleich auf Steroid nochmal ein paar Rod and Spring machen, ne, wenn ich hier die Federn nur wieder, doch vier Federn habe ich hier noch. Ja, dann nehme ich hier doch mal den, oder nehme ich mal hier den Stack Rods und eine fehlt mir dann noch und dann habe ich vier Federn. Ne, war es doch umgekehrt jetzt? War es wieder Rod auf die Feder stecken? Nee, auch nicht. Ach, ich glaube, das muss einzeln in dem Slot liegen. Ja, muss einzeln in dem Slot liegen. Weil der danach ansonsten einen anderen Slot suchen müsste für das Rotten Spring. So, dann hätte ich schon mal einige davon. Vier Stück insgesamt, das heißt also, ich kann gleich in das MG43 eins einbauen. Und den Rest lege ich mal ab und dann gucke ich mal, welche von meinen Waffen noch ein Rod and Spring braucht. Rods habe ich jetzt noch eine ganze Menge und Springs habe ich keine mehr, so wie das hier aussieht. Gucke ich mal, dass ich gleich, also weil er auch eher so ein bisschen an der Front sein wird, denke ich mal, werde ich ihm direkt auch nochmal sein... Grooving! die Stimme ist halt einfach richtig geil, ne? Da kann man echt nichts sagen. Werde ich ihm nochmal seine Dyneema-Weste mit Compound 18 tatsächlich behandeln. Und ich kann mir ja Zeit lassen, also das hier ist jetzt wirklich eine Folge, ich werde das auch nochmal in dem Videotitel nochmal schreiben, das ist wirklich eine Folge, die ich nur mit Ausrüsten verbringe. Und wenn ich mit dem Ausrüsten fertig bin,
Dann werde ich die Folge beenden und werde in der nächsten Folge dann weitermachen, damit, dass ich hier aus dem Sektor mich entferne. Das heißt also, wer sich für dieses ganze Ausrüsten nicht interessiert, der kann problemlos weiterschalten eine Folge. Zumindest wenn die Folge dann schon draußen ist. So, also er hat jetzt Camo und alles und er ist trotzdem nur bei 43% Gewicht. Also der kann wirklich tragen bis zum Umfallen. Ja, gebe ich ihm eine Strike-Weste? Ja, die kann er eigentlich nicht so gut. Jemand anders könnte eine Strike-Weste besser gebrauchen, weil er eben für das MG 43 natürlich die Slots nicht gebrauchen kann. Also die Magazin-Slots, die ihm die Strike-Weste bringt. So, Reflexvisier oder ISM VIR oder ISM 5 IR. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie die sich vergleichen, weil ich das ISM 5 nicht so wirklich benutzt habe bisher. Das könnte ich vielleicht auch gerade nochmal gucken. Ich meine nämlich, das gibt mir bessere Nachtsichtfähigkeiten, ne? Ja, tatsächlich. Warum bringt mir das denn schlechtere Camo? Also ist ja nun wirklich nicht so, dass das irgendwie einen Rotpunkt projizieren würde oder sowas. Das ist ja eher eine integrierte Geschichte. Ja, das ist vielleicht eine Balancing-Geschichte. Ah doch, das projiziert tatsächlich einen Rotpunkt. Ist natürlich die Frage, wenn ich das jetzt zusammen mit dem Rifle LRM einsetze, was zählt dann? Weil das Rifle LRM hat ja eine längere Reichweite für den Rotpunkt. Das ist eine gute Frage, glaube ich. Lässt sich wahrscheinlich nicht wirklich beantworten, aber ich gucke gerade mal das Ding hier verglichen mit dem Reflexvisier. Das Reflexvisier hat alles gleich, hat sogar dieselben AP-Kosten letztendlich. Hat dieselbe Vereinfachung des Zielens, hat aber nicht die zwei. Das sind zwei Felder weiter. Nachtsichtreichweite, das ist ja enorm. Das ist ja ein richtig geiles Gerät, das Teil. Ich glaube, das baue ich hier mal direkt an. Und dann gucke ich mal, dass ich mir davon... Aha! Man hat vorgesorgt. Man kann das Rifle LRM gar nicht gleichzeitig mit dem anderen Teil verwenden. Ja, aber das ist doch gut. Gucke ich mal. Dann wird hier wahrscheinlich ein Lasersight auch nicht reinpassen, ne? Das wird sich auch nicht lohnen. Also so gar nicht. Ja, dann tue ich ihm noch einen ACOG drauf. Und dann ist die Waffe schon mal fertig ausgerüstet. Und ich muss mal gucken, dass ich mir noch wesentlich mehr von diesem ISM 5 besorge. Das Ding ist ja richtig geil. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt... Ach so, der hat wahrscheinlich irgendwie einen Infrarot-Lichtpunkt dann drauf oder so, ne? Wenn da IR steht, hat das Infrarot-Sicht oder Infrarot-Lichtpunkt? Weil ansonsten müsste ja eigentlich... Zum Beispiel der Tarnmalus müsste nur für solche Feinde gelten, die tatsächlich auch ein Nachtsichtgerät aufhaben. Aber andererseits, oder ein Infrarot-Nachtsichtgerät. Aber andererseits ist das wahrscheinlich spielmechanisch zu komplex, das zu implementieren. Oder es hat einfach niemand dran gedacht, das kann natürlich auch sein. Genau, jetzt wollte ich ihm noch einen ACOG geben, so das wäre das Letzte, was da noch drauf gehört. Mich das gerade mal filtern, damit ich ein bisschen besser sehen kann. Großmutter, warum hast du so große Filter? So. Oh, aber ich kann das nicht zusammen mit dem ACOG benutzen. Kann ich das ACOG hier... Nee, kann ich nicht da reinbauen. Ja, das ist nämlich der entscheidende Nachteil. Das heißt, ich lege das Ding erstmal wieder ab, dann kommt das Ding auf meine andere Truppe. Aber das heißt also, ich kann das Ding nicht benutzen, also ich muss das quasi auf Nachtkampf dann umrüsten. Ich muss mit meinen Leuten die Dinger hier mitnehmen. Wenn es an den Nachtkampf geht, dann muss ich die umbauen. Ja, auch wenn ich da jemals dran denke. Das ist ja nur wirklich nicht mein Ding, an sowas zu denken. Ja, ist ja auch egal. So, also er braucht... Für die Magazine irgendwie eine vernünftige Tasche. Lasst mich gerade mal gucken, ob ich nicht... Ja, ich habe hier eine Saw-Pouch natürlich noch da. Da passen drei Trommelmagazine direkt rein.
Dann muss ich nur gucken, dass ich jetzt ein bisschen Munition hier noch irgendwie zusammenklaube. Oh ja, davon habe ich noch mehr als genug, aber ich pack die mal in eine große Kiste. Oh, das sind 200... Moment, das ist Cold? Das ist doch Cold-Munition, ansonsten wäre das doch nicht so hell. Ja, die brauche ich eigentlich nicht. Ich hätte dann doch lieber die reguläre, aber habe ich hier keine reguläre 5,56x45 Munition? Ich habe Match. Ich habe Gläser, aber ich... Wo kann die Munition hin sein? Doch, hier ist normale. Ich wollte schon sagen, kann doch nicht sein, dass ich dafür keine Munition mehr habe, aber ich habe tatsächlich noch... noch locker 2000 irgendwas Schuss. Ja, über 2000 hatte ich auf jeden Fall. So, also das ist doch schon mal ganz ordentlich. Dann braucht er noch ein Messerchen. Da kann er, ja, kann ich auch einfach das Teil hier nehmen. William, er braucht eigentlich ein Rambo-Messer, oder? Also allein wegen der Synchronstimme braucht er eigentlich ein Rambo-Messer, auch wenn es schwerer ist und nicht so AP-effektiv, aber der braucht auf jeden Fall eins. Dann gucke ich mal nach Waffen. Gebe ich ihm mal... RPG-16 eigentlich, ne? Ja, was soll... Also, weil er halt die Ersatzmunition problemlos tragen kann als Bodybuilder, würde ich ihm statt so eine Einmal-Tube, würde ich ihm lieber ein RPG-16 direkt geben. Dann gucke ich mal, dass ich dafür auch noch... Moment, hier unter Granaten müsste das sein. Dass ich dafür auch noch die Raketen passende rein. Diese auch, aber... Ja, das kann ich vergessen. Und diese hier, also thermobarische Raketen und was hier sind... das sind... Ja, Frag-Raketen, keine Ahnung, wie die heißen. Oh, die kann ich in meinem Inventar explodieren lassen? Ja, das wäre vielleicht nicht so die beste Idee. Gucke ich gerade mal. Also diese hier sind wahrscheinlich für weiche Ziele besser geeignet. Und die thermobarischen Raketen, das sind diese hier. Was ist das hier? Das ist Stun-Schaden. Die machen wesentlich mehr Stun-Schaden. Und haben... Aber keine Fragmente. Ja, ich nehme mal von beidem was mit, ne? Also, ich bräuchte eigentlich... Was habe ich noch? Heat? Heat hätte ich noch, aber... ich bräuchte eigentlich... Größtenteils... Wahrscheinlich für... Ich glaube, da spoilere ich ja keinen mit. Wenn ich sage, dass ich für den Sturm auf die Hauptstadt... Panzerabwehrwaffen brauche, aber dass ich... Ich würde sagen, weder die thermobarischen Raketen noch die Fragmentraketen sind wirklich... für Panzerabwehr geeignet, oder? Also mal jetzt mal ganz im Ernst. Na, da muss ich gucken, dass ich da noch irgendwelche Raketen irgendwo zusammenklaube. Ich werde einfach mal ein paar von den... Was habe ich hier jetzt momentan drin? Eine von den thermobarischen Raketen. Oh, da passt nur eine von hier in den Rucksack. Dann gucke ich mal, dass ich vielleicht sogar noch einen größeren Rucksack mitnehme. Also einen großen Rucksack. Ansonsten, diese Raketen findet man ja nicht alle Tage. Also vor allen Dingen die wirklich guten Raketen. Diese Einmal-Raketenwerfer schon ab und zu mal, aber da passt ja auch nur eine von rein, aber hier habe ich wenigstens 4 Slots. Also der Mörser scheint da tatsächlich besser geeignet zu sein, will ich mal behaupten. Nanu hatte ich davon, ja doch, davon hatte ich mehrere auf jeden Fall. So, die Raketen werde ich auch nochmal, also je schlechter der Zustand, desto höher ist auch die Chance, dass sie durch eine Sekundärexplosion noch hochgehen. Das heißt also, da muss ich gucken, dass ich die tatsächlich noch irgendwie repariere. Spätestens, wenn ich in Cambria ankomme, obwohl es da auch schon zu spät sein könnte. Ja. Ich nehme noch ein paar mehr Rauchgranaten mit, wenn ich sowieso schon mal dabei bin. Und jetzt habe ich kein Toolkit auf ihm dabei, das ist natürlich auch blöd. Ja, da muss ich eine von den Raketen tatsächlich noch durch das Toolkit austauschen. Also ein Toolkit braucht man immer. Nicht, dass ich irgendwo noch in eine Stadt komme, wo ich schon mal irgendwann alle Toolkits mitgenommen habe. Kann der sogar 2 tragen? Ne, 2, das ist dann doch selbst für ihn zu schwer. Aber ich repariere das Toolkit nochmal voll. Und dann ist er bei 94% Gewicht, ich glaube. Ja, wenn ich noch irgendwie ein Nachtsichtgerät habe, dann wäre das noch schön. Ein NVG-2 habe ich noch, aber kein NVG-3, also das heißt, das kann ich vergessen. Nein, NVG-2 hat er ja schon auf.
Also Steroid ist erstmal fertig ausgerüstet, der ist richtig gut dabei und kriegt dann irgendwann später nochmal eine bessere Waffe, also ein Sturmgewehr in irgendeiner Form. Ansonsten aber ja voll ausgerüstet jetzt an dieser Stelle. Hat 95% Camo trotz des Rifle LRM, weil das irgendwie scheinbar jetzt anders berechnet wird. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, machen wir mit Ears weiter. Der bleibt bei seiner Waffe, was wirklich anderes. Bleibt mir, glaube ich, auch gar nicht übrig. Also ich muss ihm halt eine relativ leichte Waffe geben, wenn er noch ausreichend Munition für den einen oder anderen... Ich könnte ihm eine 5,56mm Waffe geben, ne? Die wäre natürlich noch ein bisschen leichter. Oder eine schallgedämpfte P90 oder sowas. Das wäre, aber dann hätte er auch nicht wirklich Reichweite. Was hätte ich denn dann 5,56mm? Ich hätte halt das FAMAS noch da, aber... Ja, wie gesagt, das ist halt langweilig irgendwie. Ja, er kriegt halt... Ja, er bleibt halt einfach dabei. Und Rotten Spring lohnt sich... Also hat sich auch schon auf dem MG nicht gelohnt, was ich an Steroid gegeben habe. Ja, ist aber egal. Ich werde noch... Die eine oder andere Feder werde ich... Nee, ich spare mir die lieber noch auf, die Rotten Springs. Denn es könnte ja durchaus noch sein. Aber ich mache mir mal einen Zettel, wo das draufsteht. Muss ich gerade mal gucken, was ist das hier? Ja, hier steht... Ja, hier kann ich die andere Seite verwenden. Damit ich dann... Rot and Spring in Alma. So, damit ich daran denke, dass ich hier noch welche habe und wenn ich mir dann die endgültige Bewaffnung für Squad 2 irgendwann bestelle, dann hole ich mir eventuell die Rotten Springs aus Alma. So, ansonsten sieht Ears ganz gut aus, was die Ausrüstung angeht. Er hat halt keine wirkliche Camo, aber andererseits eine wirkliche Camo kann er auch einfach nicht tragen, weil er halt sein dickes Funkgerät auf dem Rücken hat. Ja, ist ein bisschen schade. Er hat halt immer noch nur 77 Stärke, aber daran kann ich nicht wirklich was ändern. Ansonsten ist er, glaube ich, recht vernünftig ausgerüstet. Steroid hat auch ein First Aid Kit dabei, okay. Mache ich mit Grizzly weiter. Granaten habe ich meines Wissens nach nicht mehr. Wollte schon fast sagen, meiner Meinung nach, aber bin selber immer extrem gereizt, wenn irgendjemand sagt, oder als Abkürzung IMO sagt, obwohl es eigentlich meines Wissens ist und nicht meiner Meinung nach. Ja genau, ich wollte gucken, ob hier irgendwie Mörsergranaten noch sind, aber hier sind keine. Vielleicht hat hier noch jemand welche gedroppt. Bei irgendeinem Verteidiger. Hier sind tatsächlich noch Mörsergranaten. Ja, die werde ich mir noch krallen, bevor ich hier losziehe, denn Mörsergranaten habe ich durchaus ein paar verbraucht. Ansonsten, die restlichen Granaten scheinen momentan alle noch voll zu sein. Wolf braucht dann auch noch ein paar Mörsergranaten. Er trägt ja die Ersatzgranaten für Grizzly. Ja, ein paar Rauch... Nee, Rauchgranaten kann ich nicht mitnehmen. Da wurde mir nur eine 2 angezeigt, weil das sowieso reinpasst. So, das FAMAS ist komplett broken, ausgerüstet. Und ansonsten... Ja, habe ich noch eine Smoke Shell irgendwie? Nee, ich glaube, da passt auch keine mehr rein. Smoke Shell? Nee, passt auch gar nicht mehr, okay. Ilo und ja, die Senfgasgranaten reichen mir eigentlich im... Also, brauche ich eigentlich im Mörser nicht, ist aber auch egal. So, das FAMAS mit Granatenwerfer, hier ist also alles okay. Auf Grizzly mache ich mit Wolf weiter. Der kann noch mehr Granaten tragen, die werde ich ihm definitiv noch mitnehmen müssen. Und Wolf hat ein Toolkit dabei. Ist aber selbst gar kein Engineer. Eigentlich könnte Wolf das Toolkit ablegen. Ich könnte andererseits auch sagen, vielleicht trägt Wolf ja das Toolkit sozusagen als Ersatz-Toolkit für Grizzly, Steroid. Ich komme mit den Namen langsam durcheinander hier. So, Wolf hat aber momentan kein First Aid Kit und jeder meiner Söldner braucht ein First Aid Kit. Das heißt also... Kriegt jetzt direkt eins, dann mache ich das auch nochmal voll. Dann mache ich sein Toolkit auch nochmal voll. Also ich könnte halt das Toolkit tragen für Steroid und könnte dann auf Steroid noch ein weiteres... Hier anderes Teil hier mitnehmen, so eine Rakete. Ich glaube, das mache ich sogar. Und Steroid als Engineer könnte eigentlich auch ein Locksmith-Kit mitnehmen.
So, dann nehme ich das Toolkit von Steroid runter und gebe ihm stattdessen noch... Ja, wenn der eine Sekundärexplosion kriegt, dann... Ja gut, als Bodybuilder wird er das aushalten, aber der wird schon ziemlich stark verwundet werden dadurch. Also ich muss tatsächlich daran denken, meine Rucksäcke immer rechtzeitig abzulegen. So, dann wollte ich hier noch einmal kurz durchgehen, wollte gucken, wer hier noch eine Flasche dabei hat, die eventuell nicht ganz voll ist. Und da bleibe ich direkt schon bei Wolf hängen. Jetzt muss ich aber mal sehen. Ja, ich habe hier gar keine Feldflaschen mehr. Das ist ja schon ein bisschen ungünstig. Ich meine, in der Bar kann ich keine Feldflaschen kaufen. Gibt es in Alma überhaupt eine Bar? Ich meine, in Alma gibt es gar keine Bar. Wenn, dann hier. Aber ich glaube, ich habe hier keine gesehen. In diesem Sektor. Ich gehe gerade nochmal in den Sektor rein und gucke, ob ich hier vielleicht eine finde irgendwo. Aber ich meine, hier gab es keine Bar. Nee. Nee, und wenn es eine geben würde, dann wäre die Person auch benannt, die die betreiben würde. Und es wäre wahrscheinlich irgendein De Santos. Aber, nee, das sieht doch nicht so aus, als wenn es hier tatsächlich eine Bar geben würde. Es gibt hier noch das Sheriff's Office. Nee, hier gibt es keine Bar. Das heißt also, ich kann das auch komplett vergessen, mir hier irgendwie eine neue Wasserflasche zu besorgen. Ich muss halt mal gucken, dass ich, wenn ich unterwegs irgendwie in einem Sektor vorbeikomme, wo es Wasser gibt. Guck mir die gerade mal an. Nee, hier gibt es nirgendwo Wasser. Ja, ja, okay. Dann muss ich halt... Also ich muss irgendwann die Wasserflaschen mal auffüllen, aber momentan ist dann wohl nicht die Zeit dazu. So, dann gucke ich mir links nochmal an. Links fehlen Granaten tatsächlich. Und da kommen Stun-Granaten rein in die Slots. Habe ich irgendwo noch welche, die halbwegs gut dabei sind? Ja, die... Na, lasst mich hier raus aus dem Menü. Die nächste Stun-Granate ist ganz gut dabei. So, dann ist er bei 91% Gewicht. Hat seine MP7. Die keinen Schalldämpfer drauf hat. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie einen Schalldämpfer? Oder zumindest einen Flash-Suppressor sollte ich drauf bauen. Schalldämpfer sehe ich jetzt hier gerade nicht. Vielleicht übersehe ich den aber auch einfach nur. Übersehe ich gerade hier? Das kann doch nicht sein. Doch, hier, tatsächlich. Hier ist ein Pistol-Suppressor. Und... Rotten Spring, ja, also die Waffe ist tatsächlich endgültig hier. Das heißt also, ja, in die Waffe kann ich tatsächlich einen Rotten Spring einsetzen. Bugger. Oh. Bugger. Ja, das ist nicht schön. Oh. Das hätte ich vielleicht von Anfang an Steroid machen lassen sollen. Jetzt kann ich direkt erstmal die Waffe wieder reparieren, also zumindest wenn ich das nächste Mal repariere. Ich hoffe mal, dass ich die MP7 jetzt in Zukunft erstmal kurz nicht brauche. Und ansonsten sieht es hier noch ganz ordentlich aus auf ihm. Ach, Gun Cleaning Kit muss ich nochmal gucken, dass auch gleich gucken, dass jeder auch ein Gun Cleaning Kit dabei hat. Aber ansonsten sieht es so aus, als wäre links... Ja, ich gehe mal runter von dem SR25. Denn ich hatte das SR25 vor allen Dingen deswegen benutzt. Das war so der Hauptgrund, weil auf das SR25... Das war die einzige Waffe, wo das Rifle LRM drauf passte. Aber ich würde sagen, ich lasse diese Kategorie einfach mal wegfallen in der Waffenwahl, dass also ein Rifle LRM drauf passen muss. Und wenn ich diese Kategorie wegfallen lasse in der Waffenwahl, dann ist, meine ich, dass also von den halbautomatischen Scharfschützengewehren das PSG-1 tatsächlich die beste Wahl. Und dann muss ich gerade mal gucken, dass ich hier irgendwen finde. Moment, bis dahin war ich schon durch. Raven muss ich jetzt nicht noch eine andere Waffe extra geben. Dass ich irgendwen mal finde, der hier ein PSG-1 hat. Dimitri hat ein PSG-1, wenn ich das richtig sehe. Aber ohne Schalldämpfer, aber mit dem restlichen Kram, der da so drauf passt, genau. Der LRM-2000 hat er auch. Das heißt also, auf links nehme ich gerade mal nur den Schalldämpfer mit. Der hier war doch irgendwo der Sniper-Suppressor. So, den tue ich Ihnen hier mal in den Slot rein. PSG-1 funktioniert mit derselben Munition, das heißt, da muss ich nichts ändern. Und dann gucke ich gleich noch in dem anderen Sektor vorbei, dass ich da tatsächlich noch das PSG-1 von Dimitri tatsächlich mitnehme.
So, wie geht's hier weiter? Raven mache ich erstmal nichts dran. Ice ist auf 86% Gewicht, hat volle Munition, hat sein First Aid Kit, hat keine Rauchgranaten. Rauchgranaten sind wichtig. So, dann ist er bei 89% Gewicht. Und was ich auch auf meinen ganzen Leuten noch nicht gemacht habe, da ich glaube, da fange ich mal mit links an. Nee, links ist eigentlich ja jemand, der ein bisschen weiter hinten ist, allein von seinem Gewehr her. Hat Grizzly schon Camo? Nee, Grizzly hat nämlich keine volle Camo. Dann fange ich mal auf Grizzly an, hier tatsächlich Camo zu verteilen. Als Bodybuilder müsste der das ja noch aushalten. Ich meine, ich hatte nämlich noch ein paar Ghillies tatsächlich. Ja, ein Ghillie-Hood habe ich noch. Und eine Ghillie... Moment, komm, dann kommt das hier erstmal runter. Eine Ghillie-Jacke habe ich noch. Dann ist er bei 91% Gewicht, das ist also noch okay. Aber eine Ghillie-Hose habe ich scheinbar nicht mehr. Ja, dann kriegt er auch keine. Aber ich würde ganz gerne, also wenn ich das gewichtsmäßig den Platz habe, meinen Leuten Camo zu geben, dann wäre es blöd, meinen Leuten keine Camo zu geben, sage ich einfach mal. Da mache ich direkt bei Wolf weiter. Also die, das einzige Problem ist halt, dass die Camo ein bisschen, glaube ich, die AP minimiert, wenn ich das so richtig gesehen habe, die meine Leute haben irgendwie. Ja, Aiming Cap ein bisschen und Counterforce, aber so schlimm ist das nun eigentlich wirklich nicht. Und dann ist er zumindest bei 59% Camo, wenn ich ihm halt auch keine andere Camo gegeben habe und dann... Ich meine, Steroid hatte ich schon volle Camo gegeben. Ja, genau, der ist schon bei 95%. Dann mache ich also bei Ice weiter. Der ist bei 89% Gewicht. Der sollte also auch noch Camo tragen können. Genau, dann ist er bei 95% Gewicht. Der hält das also aus. Und dann mache ich bei Monk direkt noch weiter. Und Monk könnte auch noch mal eine neue Keramikplatte gebrauchen, wenn ich schon mal dabei bin. Oh, dann ist er aber bei 101% Gewicht. Ja, dann gebe ich ihm... Also Camo ist wichtiger als Platten. Eigentlich. Das heißt, ich gebe ihm dann lieber eine Titaniumplatte. Statt einer Keramikplatte, dann ist er bei 100% Gewicht. Das passt dann also und das Magazin braucht er nicht. Dann ist er auch wieder bei 97% Gewicht. Dann kann ich ihm auch wieder die Titaniumplatte geben. Quatsch, die Keramikplatte geben. So, habe ich jetzt noch einmal Camo? Ich glaube, das war die letzte. Ja, das war die letzte Camo oder Gillies Shirt quasi, Gillies Shirt, ja, was ich da hatte. Dann gucke ich nochmal, dass jeder meiner Söldner Rauchgranaten dabei hat. Ears hat keine, weil er einfach keine tragen kann. Hat mich schon mehrmals in den Arsch gebissen, aber es geht halt einfach nicht anders. Hier in diesen Slot passen, wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich, keine Rauchgranaten. Sollte ich vielleicht nochmal gucken, aber ich meine... Nee, da passen keine Rauchgranaten rein. Kann ich also vergessen. Ist ein bisschen schade, aber ja, dann kann ich daran leider nichts machen. So, Grizzly hat keine Rauchgranaten. Ja, das ist dumm. Ich habe doch noch solche Taschen gehabt, wo die Rauchgranaten reinpassen, genau. So, der kriegt direkt mal 3 Stück. Eigentlich würde ich Wolf ganz gerne dann auch noch Flashbangs geben. Weil Wolf ja eigentlich sehr gerne mal ein Gebäude stürmt. Er hat aber die Drahtschere eben, weil er halt als Engineer tätig ist. Ja, er ist ja eigentlich gar nicht mehr der dedizierte Engineer hier. Das ist ja Grizzly. Der übrigens auch kein... Doch, der hat hier ein Gun Cleaning Kit. Kann ich Grizzly... Nee, Quatsch, Grizzly ist das auch gar nicht. Steroid. Also in dieser Dreier-Truppe, da werde ich noch oft durcheinander kommen. Passt so eine Drahtschere? Ach nee, er hat auch gar keine Strike-Weste. Habe ich nicht noch eine Strike-Weste hier irgendwo? Ja, das wäre eventuell gar nicht so verkehrt, wenn ich ihm eine Strike-Weste gebe stattdessen. Sniper-Ammo-Pouch
würde dann nicht ranpassen. Dann gucke ich mal, was könnte ich denn... Ich habe für die Strike-Weste leider... Ja, ich habe hier noch so eine Horizontaltasche. Passen in die horizontale Tasche? Muss ich gerade mal ausprobieren, ob da Flashbangs reinpassen. Ja, tatsächlich, da würden zwei reinpassen. Dann gebe ich ihm doch lieber die Strike-Weste als die... als die andere. Da ist er auch immer noch bei 90% Camo, das reicht ja locker noch aus. Dann gucke ich gleich mal, was er für andere Taschen da eventuell noch dran haben könnte. So, also er kriegt hier direkt nochmal drei Rauchgranaten rein. Dann braucht er ein First Aid Kit. Das habe ich hier noch. Dann braucht er seine Gasmaske. Die habe ich hier noch. Und dass ich die Taschen hier nicht nutzen kann, das ist letztendlich eigentlich egal, weil ich hier jetzt mehr Taschen habe, die ich für Sachen benutzen kann, die er tatsächlich gebrauchen kann. Also zum Beispiel für zwei... Ja, dann muss er eben auch mal eine Runde stürmen. Kann er ja machen. Mit seinem MG3. Ich könnte mal gucken, dass ich... wo kann ich das Zweibein hier dranhängen? Nee, leider nicht. Nicht an den Karabiner hängen, das ist schade, sonst könnte ich ihm... nämlich hier an den Karabiner noch einen Griff dranhängen und dann könnte er zum Gebäude stürmen, einfach das MG43 nehmen und könnte da halt einen Griff dran bauen. Das wäre noch so richtig, richtig cool, aber sieht so aus, als könnte ich das leider nicht machen. Ja, dann bekommt er hier einfach nochmal 2 Mark 2 Granaten. Und dann gucke ich mal, was ich hier noch für Taschen habe, die hier an die Strike-Weste noch drankommen. Das Ding passt nicht. Könnte auch noch irgendjemandem Max zum Beispiel mit der P90 eine Strike-Weste irgendwie geben. Habe ich nicht noch eine Medium? Ja, das ist eine Medium-Drop-Pouch. Mal gucken, ob die Schere oder ob ich die Schere hier dran hängen kann, die Drahtschere. Mir den Wolf nochmal hernehme. Ja, die kann ich tatsächlich hier dran. Die könnte ich auch in die Tasche tatsächlich reintun. Ich gebe ihm einfach nochmal eine zweite Tasche und dann gucke ich mal, was sich noch so ansammelt, was ich da eventuell reintun könnte mit der Zeit. Ich meine, den gewichtsmäßigen Platz habe ich ja und dann tue ich hier vielleicht einfach nochmal zwei... Hier den Foregrip tue ich ihm nochmal rein, einfach nur dann, um einen dabei zu haben, falls ich mal aus der Hocke mit dem MG43 schießen muss. Und dann gebe ich ihm nochmal... die Rods wollte ich ihm mitgeben. Falls ich noch irgendwo ein paar Federn finde, dann habe ich direkt die Rods dabei, mit denen ich die Federn benutzen kann. Rod and Spring lasse ich erstmal hier. Vielleicht kann auch Squad 1 nochmal sich da ein-, zweimal bedienen. So, wo habe ich denn jetzt hier die, genau hier die Alu-Rods. Nehme ich direkt mal zwei mit, dann kann ich noch zweimal Rod and Spring herstellen. Und dann bin ich bei 96% Gewicht. Dann ist Steroid also auf jeden Fall jetzt fertig ausgerüstet. So, dann gehe ich nochmal einmal von oben durch, um auch den letztendlichen Check zu machen. Ears hat leider keine Rauchgranaten, weil es nicht geht. Grizzly hat seine Rauchgranaten, hat hier, könnte noch irgendwas dran, wenn ich, und könnte noch eine zusätzliche Tasche kriegen, wenn ich noch dran denke. Ja, aber was könnte ich ihm da andererseits reintun? Paar mehr Gewehrgranaten, aber davon findet man ja wirklich genug. Ja, eigentlich finde ich da nichts, was ich da jetzt direkt... Ich könnte ihm halt hier tatsächlich die Rifle Grenade Pouch noch drauf machen und dann gebe ich ihm noch zwei Gewehrgranaten mit irgendwie. Bei Rauchgranaten, Rauchgranaten sind immer gut, vor allen Dingen, wenn man die hier direkt im griffbereit im in der Weste hat, anstatt dass man die erst aus dem, weil ich die Rucksäcke ja demnächst wieder ablegen möchte bei Kampfanfang. Da muss er die nicht hier extra aus dem Rucksack rausnehmen. Das ist vielleicht ganz gut. So, Ias hatte auch ein Cleaning Kit dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. So, mit Grizzly bin ich dann durch. Wolf hat Lockpicks, die er eigentlich nicht braucht, ist aber egal. Wolf hat ein Cleaning Kit, Wolf hat ein First Aid Kit und Wolf hat zumindest eine Rauchgranate. Und dann würde ich noch sagen, hier tut er nochmal eine Stun-Granate rein, also eine Flashbang rein.
Ansonsten ist Wolf gut ausgerüstet. Wolf hat auch einen Gewehrgranatenwerfer und hat hier die vernünftigen Granaten dafür. Mache ich weiter mit Links. Links braucht noch gleich sein Scharfschützengewehr. Links hat ein First Aid Kit. Links hat Rauchgranaten. Das ist eigentlich alles, was er braucht. Raven hat ihr Cleaning Kit. Raven hat First Aid Kit. Raven hat Rauchgranaten. Alles, was sie braucht. Stun-Granaten auch, aber das... auch Knicklichter muss ich gleich nochmal gucken. Auf den neuen Söldnern. Ice hat Rauchgranaten, Ice hat Stun-Granaten, Ice hat Knicklichter. Ice hat kein... Doch, Ice hat ein First Aid Kit, okay. Dann ist Ice auch fertig ausgerüstet. Monk hat Knicklichter, Rauchgranaten, First Aid Kit, Stun-Granaten. Steroid hat Rauchgranaten, Stun-Granaten, First Aid Kits. Steroid hat keine Knicklichter. Ja, dann würde ich sagen, verwende ich das hier tatsächlich nicht für einen Foregrip, den ich sowieso nie anbauen werde, sondern stattdessen für zwei Knicklichter. Und dann bin ich durch eigentlich, wenn ich das so richtig sehe. Das heißt also, ich lade jetzt noch einmal den Truck voll. Und dann nehme ich direkt Waffen, die ein bisschen mehr wert sind vielleicht. Und die ich sowieso nie im Leben verwenden werde. So, noch ein paar Scars. Mit denen kann man immer ganz gut die 15.000 voll machen. Das SR25 benutze ich sowieso nicht mehr, ein SVD. So, vielleicht mit ein paar Pistolen kann man auch gut die 15.000 noch voll machen. Und zwei HK21E. Dann muss ich Raffi vollladen. Nee, Moment, Elio fährt den Truck. Dann muss ich Elio noch vollladen. So, davon habe ich wirklich eine ganze Menge von den Teilen. So, und der kriegt noch einen Spritkanister jetzt in die Hand gedrückt und dann kann er gleich den Truck nochmal voll machen. Und den Kopf nehme ich auch direkt mit, weil Elio ja sowieso nach Dingens möchte, denn der Kopf ist direkt 10.000 wert. Ja, weil Elio sowieso direkt nach San Mona möchte eigentlich. So, dann kann er ja eigentlich hier gerade auch nochmal den Sprit anwenden auf den Truck. So, da müsste der Truck wieder halbwegs voll sein. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Der ist wieder bei 71% Sprit. So, den Kopf habe ich. Jetzt kommen also die beiden Squads hier. Moment, bevor ich hier aus Versehen irgendwie wieder Milizen auswähle. Squad 2 und der Eiscremewagen. In diesen Sektor. I've got it. Dann wird das Spiel nochmal pausiert. Und dann wird für Dimitri das PSG-1 abgelegt. Dann wird für Links das PSG-1 aufgenommen. Wo habe ich denn jetzt das PSG-1? Das kann doch nicht angehen, dass ich jetzt... Achso, hier habe ich das Wallet. Das muss ich gleich noch irgendwie Mad Dog zuschustern, wenn ich daran denke. So, also wo ist denn jetzt das PSG-1, Leute? Kann doch nicht sein, das habe ich doch gerade abgelegt. Achso, und weil ich es gerade abgelegt habe, ist es ganz hinten. Ja, okay, daran hätte ich denken können. So, kommt der Sniper Suppressor. Oh, da passt gar kein Sniper Suppressor dran. Ja, egal, dann passt halt nur... Mache ich halt nur einen Flash Suppressor dran. Wie gesagt, das Squad ist sowieso nicht gerade das leiseste, dann geht das auch. Ich glaube, das war auch ein Auswahlkriterium, was dazu geführt hat, dass ich das PSG-1 nicht verwendet habe. So. Die sind alle ganz gut dabei, ganz gut drauf. Gucke ich gerade noch, dass Squad 2 auch tatsächlich voll ist. Ja, das ist es. Alles klar. Dann bin ich bereit, in der nächsten Folge mit Squad 2 aufzubrechen. Und würde sagen, 40 Minuten lang ausgerüstet ist auch mehr als genug. Nächste Folge geht es dann tatsächlich weiter und geht es dann vielleicht auch tatsächlich in den Kampf, denn ich weiß, hier in diesem Sektor sitzt auf jeden Fall schon mal eine Feindpatrouille. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann.